ehrlich, aus der Erfahrung 4:0 für Frankfurt Syndicate. Also ich glaube, sie geben 2 Punkte ab, die Jungs aus Frankfurt. So, Game on. Bei Syndicate, nein, nicht safe in der Deckung. Syndicate verliert direkt einen Spieler beim Breakout, während die Preds schön alle in ihren Deckungen angekommen sind. Naja, hier gehen schon 2 raus von den Preds. Ich glaube, die hast du nicht gesehen. Oh, das ging aber schnell dann. Die Tipi-Seite ist gerade komplett weg. So, Dirk Grossmann ist schon da in der Mitte. Der Center. Patrick Wrobel kennt auch nur noch einen Weg, nämlich nach vorne auf der Tipi-Seite. Malte Baumann rückt vor. Dirk Grossmann geht durch die Mitte. Holt sich oder den letzten ist auch Brettspieler. Schon im markiert. Ganz schneller Punkt. Syndicate diese Saison nichts am Anbrennen lassen, aber auch absolut gar nichts. Während die Preds eine eher durchwachsene Saison hatten, eigentlich, wenn man das so verfolgt hat, einen relativ schwachen Start, hatten die letzten beiden Spieltage sich gefangen, haben sehr. Da kommen wir den Tag über mit klar. So, wir haben hier 5 Dosen feinstes Faxe Limonade bei uns stehen. Danke ja, an Reckless. Vielen Dank an Reckless dafür. So, hier geht's weiter mit Syndicate gegen die Preds. Beide Teams gut angekommen in ihren Deckungen. Preds verlieren den ersten Spieler. Preds verlieren den zweiten Spieler beim Versuch, das Feld weiter aufzumachen. Preds nochmal mit 3 Spielern in der Mitte des Spielfelds drin, während Syndicate das Feld jetzt aufmacht. Das heißt, die äußeren Deckungen am Besetzen ist, um quer ins Spielfeld auch für den Center bei den Preds ist es jetzt gerade auch extrem eng, weil Kirill von Syndicate hier drüben schon auf den Tippies ist und ja, holt sich da auch den nächsten Preds-Spieler absolut souverän. Und das war's. Ja, hier zeigt sich natürlich, dass die Jungs rund um Patrick Wrobel von Frankfurt Syndicate das ganze Jahr auf Tour sind, das ganze Jahr international im Paintball spielen. Da ist es selbstverständlich schwierig, wie Teams wie die Cologne Preds, die auch die klar den Leistungsgedanken haben, aber auch vor allen Dingen ein Band of Brothers sind und wo auch Spielspaß nicht zu kurz kommen darf, die nicht so viel trainieren und nicht so viel international spielen wie Syndicate. Die haben natürlich hier die etwas schlechtere Ausgangssituation. So, ihr habt hier gerade den Game on. Die Preds auf jeden Fall mit einem super schönen Breakout. Super schön insofern, als dass sie fast niemanden verloren haben. Der Marshall überprüft dann noch. Nee, sie haben niemanden verloren, nehmen das Feld schön weit aufgemacht und können jetzt ordentlich Druck aufbauen gegen Syndicate. Das ist ja auch schon eine Kunst, möchte ich mal sagen, beziehungsweise zeigt, dass man was drauf hat, wenn man gegen Frankfurt Syndicate den Breakout komplett überlebt. So, Pretz nehmen da den ersten Syndicate-Spieler raus, sehr schön gemacht. Da geht auch der erste Pretz-Spieler. Syndicate rückt ein bisschen vor. Ja, aber trotzdem, die Preds lassen sich hier nicht vom vorzeitigen deutschen Meister überrollen, sondern halten ordentlich gegen. Ja, einige Bälle in der Luft. Sie müssen sie halt nur noch treffen. Also Druck aufbauen ist ein guter Anfang. Ja, wir haben das ja vorhin bei Fatality gesehen, die irgendwie keiner so richtig auf dem Zeiger hatte, die dann die schön Druck gemacht haben, toll gespielt haben und dann gegen St. Pauli Mayhem 3:4 geführt haben. So, und die Preds sind hier mittlerweile auf der Tippi-Seite weiter nach vorne gekommen. Und haben auch den Snake-Spieler von Syndicate gesehen und geben den schön weiter. Kommunikation funktioniert also ganz gut auf der Preds-Seite. Ah, jetzt verlieren die Preds einen weiteren Spieler. Das ist wirklich schade, weil die Preds gefallen mir gerade extrem gut.
Syndicate ich ist allerdings schon. Ich weiß nur nicht, ob sie den Snake-Spieler bemerkt haben von Syndicate, der seine Position gewechselt hat und weiter nach vorne gekommen ist. Ja. Sollte den niemand gesehen haben, hagelt hier gleich Pretz-Spieler. Oh, ein Syndicate-Spieler, der geht. Aber auch der Center, Back-Center von den Pretz ist getroffen von der Snake aus. Und jetzt ja, sitzen genau die Spieler von den Pretz extrem schlecht, weil der Snake-Spieler von der Seite natürlich einen sehr guten Schusswinkel hat. Und der wird es auf jeden Fall auch jetzt machen. Ja, hier vorne der Tippi-Spieler von den Pretz sieht den Snake-Spieler. Jetzt. Nee, doch nicht. Schade, schade. Jetzt den hat er nicht gesehen. Auf den Spieler mit der Nummer 22 von den Pretz. Bälle. Ist getroffen. Schade. Das hätte ich den Pretz auf jeden Fall gegönnt. Und Kirill am Buzzer. Ne, es ist der Alan Golding sogar von Frankfurt Syndicate. Ja. Drückt den Buzzer. Punkt für Syndicate. Aber die Preds haben sich sehr, 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 sehr gut verkauft, finde ich. Haben schön lange dagegen gehalten. Ja. So, weiter geht's. Syndicate kann hier den Sack zumachen. Ja, der erste Preds-Spieler ist auch gerade schon vom Feld gegangen. Aber auch Syndicate verliert einen Spieler, sprich gerade 4 gegen 4. Na, 4 gegen 3. Und Syndicate schon im Millennium M. Und Patrick Wrobel. Oh. Hier direkt hier auf der gegnerischen Seite in den Tippies. Paint. Wartet nur darauf, dass der den Backcenter von den Pretz erwischt. Dass er zu weit aus der Deckung rausguckt. Müsste jetzt umswitchen, weil die Pretz die Snake nachbesetzt haben. Und der Brettspieler aus der Snake markiert den Spieler von Syndicate im Millennium M. Die Pretz machen es hier nochmal spannend, machen das Feld auf. Jetzt wird Patrick Wrobel aufpassen. Passt er auf oder holt ihn der Brettspieler? Und Patrick Wrobel sehr energisch fordert den Schiedsrichter dazu auf, sehr energisch das Knie des Gegenspielers zu checken. In dem Fall Kai Wolf von den Pretz, wenn ich es richtig gesehen habe. Da muss er gar nicht so Druck machen. Das Spiel war sicher im Sack. Auch hier ein 4:0. Damit Frankfurt Syndicate. Weiterhin ungeschlagen in der Saison 2012. Bereits jetzt deutscher Meister.